AEG, modern aus Tradition. Eine Marke schreibt Geschichte. Es war Thomas Edison, der 1879 mit seiner Glühlampenentwicklung die Welt in elektrisches Licht tauchte und sich diese Innovation patentieren ließ. Der Siegeszug der elektrischen Beleuchtung begann. Der Maschinenbauingenieur Emil Rathenau, ein Mann mit einer klaren Vision, erkannte ihren Nutzen für Deutschland. Schon wenig später, 1884, erstrahlte in Berlin das Café Bauer in ungewohntem elektrischem Licht. Mit den Nutzungsrechten Edisons ausgestattet, hatte Rathenau schon ein Jahr zuvor, 1883, die Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität gegründet. 1887 wird sie umbenannt in Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Die AEG ist geboren. An ihrer Spitze Emil Rathenau. Was nun folgt, ist nichts weniger als die zunehmende Elektrifizierung Deutschlands. Berlin im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das kaiserliche Deutschland mausert sich zur Industrienation und die AEG spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Sie steigt bald zum größten deutschen Elektrokonzern und Wirtschaftsunternehmen von Weltrang auf. Die AEG und ihre Entwicklungen verändern von nun an die Welt und prägen den technologischen Fortschritt. Schon seit 1888 verfolgt die AEG das Geschäft mit der Konstruktion elektrischer Bahnen. Diese Grubenlokomotive läuft bereits ein Jahr später, 1889, über die Schienen. In diesem Zeitraum legt die AEG auch den Grundstein für den Bau und die Weiterentwicklung moderner Verkehrstechnik. 1891 in Halle an der Saale errichtet das Unternehmen ein komplettes elektrisches Straßenbahnsystem. Es ist das erste seiner Art in Europa und wird ein wirtschaftlicher Erfolg. Nur 5 Jahre später sind bereits 34 Straßenbahnen in Betrieb oder im Bau. Zu dieser Zeit gilt der langjährige Chefkonstrukteur der AEG, Michail von Dolivo-Dobrowolski, bereits als Vater der Drehstromtechnik. Er entwickelt das dreiphasige Wechselstromsystem. Zunächst erfindet er die sogenannte Käfigläufer-Asynchronmaschine, danach den dreischenkligen Drehstromtransformator. Mit dem Drehstrom wird die Elektrotechnik praktisch anwendbar. Bis heute ist der Asynchronmotor der am meisten verwendete Elektromotor. Ohne Transformatoren gäbe es keine Stromübertragung. Anlässlich der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt am Main, ebenfalls 1891, setzt die AEG erneut Maßstäbe. Sie baut die erste Fernübertragung elektrischer Energie mit hochgespanntem Drehstrom von 20.000 Volt über 176 Kilometer von Laufen am Neckar bis Frankfurt am Main. Damit beweist die AEG, Strom kann mit geringen Leitungsverlusten über weite Entfernungen transportiert werden. Ein regionaler Aufbau von Kraftwerken ist möglich. Die flächendeckende Versorgung mit elektrischem Strom im Deutschen Reich rückt immer näher. 1899. Am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal geht das Kraftwerk Moabit in Betrieb. Es liefert Strom mit einer Spannung von 6 kV und kann somit einen größeren Umkreis versorgen. Das Kraftwerksgeschäft ist inzwischen ein fester Geschäftspfeiler der AEG. 2 Jahre später, 1901, hat der Konzern rund 248 Elektrizitätswerke mit einer Gesamtleistung von fast 200.000 Kilowatt im In- und Ausland errichtet. Bestleistungen der AEG auch auf der Schiene. Dieser Drehstrom-Schnelltriebwagen erzielt 1903 einen Weltrekord mit einer Geschwindigkeit von 210,2 Kilometer pro Stunde. 1911 wird die erste elektrifizierte Fernbahnlinie Deutschlands zwischen Bitterfeld und Dessau in Betrieb genommen. Nicht nur im Maschinenbau, auch auf dem Feld der Industriearchitektur bestimmt nun die AEG die Entwicklung. Es sind die Jahre bis zum Ersten Weltkrieg 1914. Das Deutsche Reich, die führende Wirtschaftsnation auf dem europäischen Kontinent. 1907 beruft Emil Rathenau diesen Mann, Peter Behrens, zum künstlerischen Berater der AEG. Er ist zuständig für das gesamte Erscheinungsbild der Firma. Behrens entwirft in den Folgejahren unter anderem eine neue Corporate Identity.
Nach seinen Ideen entsteht und wandelt sich das Markenzeichen der AEG, bis es 1912 diese Form annimmt. Behrens prägt nicht nur das Design sämtlicher AEG-Produkte, mit der Turbinenhalle in Moabit schafft er 1909 den Leitbau der modernen Industriearchitektur. Behrens Leistung? Sein Design der AEG-Produkte berücksichtigt die technischen Zwänge und Abläufe der Massenherstellung. Vor allem auf dem Gebiet der elektrischen Beleuchtung, zum Beispiel hier, die Bogenlampe. Behrens bringt technische Erfordernisse und künstlerische Forderungen der Moderne in Einklang und wird so zum Prototyp des Industriedesigners. Etliche seiner Bauten für die AEG prägen noch heute das Berliner Stadtbild. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs verändert sich auch die Führungsstruktur der AEG. 1915 stirbt Emil Rathenau. Die Führung der AEG liegt nun in den Händen seines Sohnes, Walter Rathenau. Er konzentriert sich im Krieg auf die Rüstungsfabrikation und kompensiert so den Auftragsrückgang auf den ausländischen Absatzmärkten. Nach dem Ersten Weltkrieg leidet die deutsche Wirtschaft unter den Reparationszahlungen an die Siegermächte. Doch 1922, mit dem Vertrag von Rapallo zwischen dem Deutschen Reich und Russland, kann sich das Reich aus der Isolation befreien. Den Vertrag hat Walter Rathenau, inzwischen Reichsaußenminister, ausgehandelt. Die AEG profitiert davon. Russland wird ihr größter Handelspartner. Im Juni 1922 fällt Walter Rathenau einem Attentat zum Opfer. Berlin in den 20er Jahren. Die goldenen 20er bescheren der Weimarer Republik einen imposanten Wirtschaftsaufschwung, vor allem der elektrotechnischen Industrie. Im Berliner Voxhaus nimmt 1923 der erste deutsche Rundfunksender seinen Betrieb auf. Die AEG ist über die Firma Telefunken direkt daran beteiligt. Das Gleiche gilt auch ab 1924 bei der Entwicklung des neuen, jungen Mediums Fernsehen. Ab 1928 sind die ersten TV-Geräte von Telefunken auf dem Markt. Mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin kommt die große Stunde des Fernsehens. Das mächtige Iconoscope, bei AEG Telefunken entwickelt, ist die erste fahrbare Fernsehkamera der Welt und wird im Volksmund Olympiakanone genannt. Sie liefert einen Großteil der Wettkampfbilder aus dem Olympiastadion. Unter anderem in 25 angeschlossene öffentliche Berliner Fernsehstuben. Oben fliegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Rosenberg kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel! Sieger im 100-Meter-Lauf, Risse oben. Danach war der Siegeszug dieses neuen Mediums nicht mehr aufzuhalten. »1945. Deutschland liegt in Trümmern und ist geteilt. Die Folgen treffen auch die AEG schwer. Viele ihrer Fabriken liegen in der DDR und Russland und werden als volkseigene Betriebe verstaatlicht. So wie etwa hier die Anlagen im Osten Berlins. Doch im Westen Deutschlands gelingt der AEG der schnelle Wiederaufbau ihrer Produktionsstätten. 1951. Die Konzernzentrale wird nach Frankfurt am Main verlegt. Deutschland im Wirtschaftswunder. AEG-Haushaltsgeräte, vom Küchenherd bis zur Waschmaschine, erobern den Markt und sind bald aus dem Alltag der Deutschen nicht mehr wegzudenken. Ei, guten Abend, lieber Mann. Ich danke dir, lieber Wichtelmann. Schauen Sie sich die Maschine an. Die bringt, was ich ganz sicher weiß, die Ehe wieder ins Geleis. Merken Sie auf, was ich jetzt sage. Sie nimmt dem Waschtag seine Plage. Inzwischen gehen der Bau und die Weiterentwicklung bewährter AEG-Technologien mit Riesenschritten voran. Gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss. Mit einem symbolischen Knopfdruck des damaligen Bundesaußenministers Willy Brandt auf der internationalen Funkausstellung 1967 erhält das gewohnte Schwarz-Weiß-Fernsehbild Farbe. Das PAL-System. Eine Innovation von Telefunken.
Nach dem Zusammenschluss mit Telefunken im gleichen Jahr ist die AEG 1970 mit rund 180.000 Beschäftigten das 12. größte Elektrounternehmen der Welt. Die Produkte von AEG Telefunken stehen unter dem Gütesiegel Made in Germany. AEG ist in der Industrie dominant. Weltweit baut sie Industrieanlagen, Kraftwerke, Hütten, Walz- und Zementwerke. Grubenanlagen werden mit Förderantrieben der AEG ausgerüstet. In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts unterstreicht die AEG ihre über 100 Jahre gewachsene Technologiekompetenz weltweit mit dem Bau bedeutender Großprojekte. ...1977 in Mosambik, Afrika, wird die Kraft des Sambesi gezähmt und in elektrische Energie gewandelt. Durch Hochspannungs-Gleichstromübertragung wird der gewonnene Strom über rund 2000 Kilometer bis nach Johannesburg in die Republik Südafrika transportiert. Die seit Walter Rathenau 1922 bestehenden engen Handelsbeziehungen mit Moskau zahlen sich aus. Bis 1984 liefert die AEG 240 gewaltige Gasturbinen und Stationen in die Sowjetunion. Damit in West-Berlin die Lichter nie ausgehen, baut die AEG 1987 eine 20 Megawatt Batteriespeicheranlage und sichert so die Stromversorgung umfassend ab. Später liefert der Konzern Großstromrichter zur Regelung von Kraftwerksgeneratoren und macht damit Netze stärker und sicherer. Auch die Entwicklung der Schnellbahnen, wie etwa das ICE, hat die AEG maßgeblich geprägt. Und ab Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entsteht mit Hilfe der AEG in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ein komplettes 27 Kilometer langes S-Bahn-System. Es wird noch heute von der AEG gewartet. Die AEG von heute. Nach ihrer Neugründung 2003 hier am traditionellen Standort am Hohenzollerndamm in Berlin ist die Hüterin des technischen Erbes des Unternehmens. In ihr ist das gewachsene technologische Wissen gebündelt, das uns in die Lage versetzt, neue, zeitgemäße Wege in der Energietechnik zu beschreiten. Aus den neuen Energien erwachsen neue Herausforderungen. Es gilt, die Qualität der elektrischen Netze zu erhöhen und die Stromerzeugung dezentral zu gestalten. Das ist die Zukunft und unser Auftrag aus der Geschichte. Modern aus Tradition.